glaube, noch nie haben wir so lange an einem Point of Click hier weitergespielt. Madeline hat es geschafft. Wir spielen Friendbow nun zum fünften Mal, glaube ich. Ist es schon soweit? Ich dachte vier. Ist es fünf? Vier oder fünf? Wir sind auf jeden Fall ziemlich weit. Also so über einen Monat haben wir selten ein Spiel mal hier gespielt permanent. Finde ich aber schön. Ich finde es schön, wenn wir mal etwas ein bisschen länger spielen und nicht immer nur alles anzucken. So, Boah, ist das warm hier. So? Nice. Okay, folgendes. Wir sind jetzt immer noch im Haus von den beiden Zwillingsschwestern, von diesen Freaks. Siamesische Zwillinge sind es ja. Nee. Also, naja. Achso, wir haben die ja schon gekillt. Mittlerweile sind sie ja gar keine Zwillinge. Genau, also ich glaube, wir haben sie erlöst. Ich vermute, die waren schon längst tot. Bin mir aber nicht sicher. Da kommt unser Wasser. Ein random Dank, Wasser Tim. Kam aus dem Gebüsch. Ja. Danke, Tim. Genau. Ja. Das war im Prinzip auch das, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Wir haben die Zutaten gesammelt. Aber es waren viele Aufgaben. Na? Also es war nicht so, dass wir rumgepimpert haben und nichts gemacht haben. Wir mussten einiges dafür sammeln. Das ist gut. Und haben sie erfolgreich in, wo auch immer sie hingehören, hingeschickt. Das ist gut. Genau. Und jetzt würde ich mal sagen, wir wollen ja immer noch unser Kätzchen befreien. Mr. Midnight befreien. Das ist oben auf dem Dachboden. Haben wir denn mittlerweile den Schlüssel? Ich glaube, den hatten wir. Ich schau mal kurz in unsere. Wir haben einen Schlüssel bekommen, ja. Sehr gut. Okay, dann gehen wir doch nach oben und holen erstmal unsere Katze ab, bevor es weitergeht. So. Gut, dass wir nicht mehr in den Brunnen runter müssen. Ja, war ein kniffliges, aber auch ganz nettes Rätsel so. Ja. Hallo, Katze. Ja, sei froh, dass nicht ich dich besitze. Ach, kombinieren, oder muss ich benutzen machen? Benutzen geht auch, oder? Ja. Du bist die Katze. Was ist los, Fran? Öffne den Käfig. Ich kann nicht, der Schlüssel passt nicht. Hast du noch ein Schlüsselloch gesehen? Ich weiß nicht, ich muss mich mal umsehen. Ich warte hier, beeil dich. Ich weiß noch, wo noch ein Schlüsselloch ist, ja. Warte, ich will auch denken. Genau, also, ja, genau. Bist im richtigen Zimmer. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn da eine Woche dazwischen liegt, sich daran noch zu erinnern. Madeline ist nämlich so cool und bereitet sich immer vorab vor. Ich schaffe das leider zeitlich nicht, weil ich ja immer direkt aus der Uni komme. Aber es ist gut, dass ich jemanden wie Madeline an meiner Seite habe, der da Ahnung hat. Ist hier vielleicht noch... Nein. Ein Schlüssel. Aber hier ist doch... Ach, da oben! Da oben ist ein Schlüsselloch. Oh. Moment. Da kommt sie doch nie ran. Na gut, egal. Der Schlüssel war für das Schlüsselloch gut. Dass der Text immer so schnell weggeht, ich komme da gar nicht hinterher. Weder lesetechnisch noch sonst wie... Oh ja. Ein Schieberätsel. Wo muss das Schokoladestückchen hin und... Okay. Ich glaube, das ist das Loch. Das ist das freie Feld. Das muss ein Teil der Maschine sein. Ich kann es nicht bewegen. Ach so. Aber wo wollt ihr mich denn... Ich verstehe nicht ganz, was... Was muss denn irgendwo hin? Also wir haben ein laufendes Zahnrad und eins, das nicht läuft. Und ich würde einfach denken... Ein mechanisches Ding, es dreht sich, könnte eine Art Motor sein. Dass wir die so anordnen müssen... dass das nicht laufende dahin muss. Nee, dass das rechts oben läuft. Ah, die kann ich verschieben, okay. Mhm. Mein Problem war, dass ich nicht verstanden habe, welche der Zahnräder beweglich sind und welche nicht. So... So wird das nicht klappen, ne? Nee. Da. Ich weiß, also ich bin in Schieberätseln sehr schlecht. Ach, es geht schon. Also ich behaupte mal, es gibt Schlimmere als mich. Aber ich behaupte mal, es gibt auch bessere. Ich weiß halt nicht, welche Reihenfolge die da unten haben wollen. Ob da eine bestimmte Reihenfolge rein soll oder. Also ich glaube schon, weil die ja ineinander greifen müssen. Aber wie weit? Und muss ich über dieses Zahnrad gehen? Also ich glaube schon, dass wir alle verwenden müssen, ja. Ich glaube nicht, dass sie zu fies sind und da eins okay, extra. Na gut, dann brauche ich ja nicht nach unten zu bauen schon mal. Dann weiß ich ja, dass ich nach oben eher bauen sollte.
So, jetzt natürlich die Frage. Also das, deshalb hast du jetzt genau das. Das hängt so auf halb eins. Ich glaube, das muss links unten hin, ja. Das sieht so aus, als ob das in diese Lücke zwischen... Hier hin? Ja, genau. Super. Ach, so findet man heraus, wie die funktionieren. Okay, gut, dann funktionieren die direkt. Das ist schön. Dann kommen die irgendwann später, diese einfachen Zahnräder. Dann muss als nächstes irgendwas Größeres kommen, oder wie? Ja, sieht so aus. Genau, damit es darüber greift. Daneben kann ich auch nicht, oder? Nee, greift es auch nicht an. Dann geht ja nur das rechts oben. Oder links, links oben, das würde nicht gehen, meinst du? Nee, greift da nicht rein. Okay, so, dann muss nur, das kann es ja nur das sein. Es wäre auch ohne Schieben schon anstrengend genug. Verschiebe ich dieses eine Teil noch ans andere Ende der Welt. Oh, oh, ich habe... Okay, sie funktionieren alle. Okay. Ja, aber... Aber irgendwas stimmt da natürlich nicht. Ja, okay, die beiden links sind natürlich dann jetzt überflüssig, ne? Genau. Die sind natürlich jetzt richtig beschissen. Ach so, dann müssen wir die drei eigentlich nur noch in der Reihe dann da drüber. Ich arbeite dran. Okay. Leider, es sieht gerade sehr umständlich aus, aber ich weiß in etwa, was ich tue. Falls ihr euch wundert, wundert euch weiter. Es könnte noch etwas andauern. Gunnar für eine Birne, falls ihr euch so wundert, warum ich an meinem Mikro so rumdrücke. Das hatte Gunnar vorher auf. Also Max Birne passt ganz gut. Ich behaupte mal, das müsste dann ja so stimmen. Ja, ich denke schon. Naja, und sonst so, Madeline? Ja, sonst gut. Gut. Es wird bald Weihnachten, ich freue mich drauf. Echt? Bist du so ein Weihnachtsmensch? Eigentlich geht es mir um die Lichter. Ich finde es einfach total schön, wenn es überall hell ist und Dekorationen in den Fenstern und so. Das, ich mag es kalt und ich mag Lichter. Von daher ist so die Vorweihnachtszeit eigentlich so genau mein Ding. Fährst du nach Hause über Weihnachten, Jan? Ja, bestimmt. Ja klar, ich bin auch Tante geworden. Ach was, Tante Madeline, das ist ja süß. Genau, und da fahre ich auf jeden Fall nach Hause. Und du, bleibst du hier? Nee, ich fahre komplett über Weihnachten und Silvester in Urlaub. Ja. Tschüss. Muss ich auch mal ein bisschen Erholung gönnen. So, und zwar, apropos Erholung, wir haben hier ein Problem. Hm. Wenn du jetzt unten rum... Genau, ja. Aber du hast ja noch da jetzt das Viereck. Nee, verdammt. Ey, ich komme nicht drum rum, das hier jetzt nochmal auszubauen. Hm. Wieso nicht dann irgendwie so? Ah, dann komme ich nicht bis da hinten in die Ecke, natürlich nicht. Okay. Doch, warte, das wird. Und wenn du es jetzt so, nein. Andersrum. Nein. Gegen den Uhrzeigersinn. So. Irgendwas habe ich scheiße gemacht. Ich habe zu wenig Geduld für Schieberätsel, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin jemand, der da dann sehr schnell emotional. Ich bin bei sowas immer irgendwie mega geduldig. Ich habe früher immer sehr viele Puzzle gesammelt. Richtig King gewesen. Und ich stundenlang sitzen, irgendwelche dummen Teilchen raussuchen. Und ich hoffe, wir sitzen jetzt nicht stundenlang, auch wenn meine Geduld natürlich dafür reicht. Wir wollen ja eure Geduld nicht überstrapazieren. Ich frage mich, mit wie vielen Zügen man das hätte idealerweise schaffen können. Ja. Ein Tipp aus dem Chat ist, erstmal alle in eine Reihe um das Metallteil rumbringen. Ja, das ist sinnvoll, das versuche ich tatsächlich auch gerade. Auch wenn man es nicht merkt, aber das dachte ich mir auch gerade. Mhm. Ich will so gern den da... Okay, wir machen es mal nicht so. So, wie war das vorher? So. So, geh hoch! So. So, und jetzt gehen die hier alle... Was war mein Plan nochmal?
Du hast ihn nicht kommuniziert. Nee, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich, aber es ist auch schwer, solche Pläne zu kommunizieren. Ja, diese eine schmale Gasse da. Das ist so doof, wir sind so schön vorangekommen zuerst und jetzt sowas. Oh, aber wie kriege ich das denn jetzt hin, dass da oben noch einer mehr Platz ist, dass ich hier so ein bisschen drehen und wenden kann? So, jetzt. So, jetzt versuche ich den nach da oben zu kriegen und den da wegzubekommen, wenn ich so mache. Dann sind die jetzt in einer Reihe und jetzt müssten wir es schaffen, Alter. Also ihr seht, ich denke tatsächlich, ich kann tatsächlich denken. Nur ich kann es nicht so gut erklären. Danke. So, sehr gut. Sehr schön. Oh. Frenny Fren? Was ist das? Zwei Skelette. Das Schwesternversprechen. Wir, Clara und mir, Buhalmet, versprechen hiermit für das unfaire Schicksal, das Itward uns angedeihen ließ, Rache zu nehmen. Unter Blut und Tränen versprechen wir, dass wir ihn töten und unsere Körper wiedererlangen werden. Wir werden es nicht länger hinnehmen. Obwohl wir Schwestern sind, hassen wir uns und werden uns immer hassen. Nichts wird das jemals ändern. Aber jetzt, da unsere Körper aneinander gebunden sind, können wir unsere Aufgabe nicht erfüllen. Die Stärkste wird ewig leben und die Schwächste wird sterben. Okay. Mutter muss sterben. Und auch sie haben Duotin-Pillen. Falls sie jetzt aufgefallen sind, die gelben. Oh. Wir haben ja rote Duotin-Pillen. Ah. Die haben Kann ich gelbe. Vielleicht auch haben? Ich glaube nicht. Nee, ne? Die nehme ich nicht. Nimmt sie nicht. Ja. Kann ich irgendwas anderes mitnehmen? Nee, ich glaube nicht. Und weil es so lange hier ist, sage ich es dir jetzt einfach mal, dass das Foto, ne? Ja. Als wir in der Klinik unten im Keller waren. Na, ganz in diesem Operationskeller, vielleicht erinnert ihr euch, saßen da auch zwei Mädels, aber mit Narben an der Seite unten im Keller. Echt? Mhm. Wäre dir das auch damals von, wenn man es am Stück spielt und nicht einen Monat auseinander liegt, merkt man es vielleicht genau, auch eher. Genau, deswegen, weil ich halt, wie gesagt, ich gucke uns ja an, was wir vorher gespielt haben. Ja. Ja, dann fällt eben das natürlich auf. Okay, ja, cool. Also, nein, nicht cool, also, aber cool, dass du dich dran erinnerst. Wahrscheinlich, weil es mich so schockiert hat. Wie sind sie hierher gekommen? Ich glaube, das ist der Schlüssel. Ja. Es hat geklappt. Mein liebes Kätzchen, geklappt. Komm schon, lass uns umarmen. Oh. Oh, das ist so niedlich. Ja, es erinnert mich an Cartman, wie er die Tränen von allen möglichen Leuten auflegt. Oh, das fühlt sich so gut an. Ich bin frei. Fran, meine liebste Freundin. Oh, mein Liebling, wir müssen raus hier. Ja, gehen wir. Sehr gut. Katze sieht lustig aus. Die ist vor allen Dingen sehr gut animiert, finde ich. Aus dem Fenster. Ach, ich kann. Ah, stimmt, ich kann ja nicht aus der Tür raus. Vielleicht ist da noch unser Freund, Mr. Frosch. Genau. Mr. Froggy Frog. Ich hab's geschafft, Herr Kröte. Die Mädchen sind weg. Das ist perfekt. Jetzt kann ich diesen Ort verlassen und zu meiner Familie gehen. Das will ich auch machen. Ich habe endlich mein Kätzchen gefunden. Ich möchte nur noch nach Hause und bei Tante Grace sein. Aber wie kommt ihr hier weg? Es gibt kein Boot. Wir können nicht schwimmen. Wieso können wir nicht schwimmen? Was sind wir denn für ein Verein? Ich dachte, du könntest uns vielleicht hier raushelfen? Ich würde euch gern helfen, boah, aber ich bin zu klein. Obwohl mein Körper recht formbar ist. Es wäre unmöglich, euch beide auf die andere Seite zu kriegen. Darüber denke ich mal nach. Bitte geh noch nicht. Was haben wir denn im Inventar? Pillen. Brauchen die Wahrheit auf Papier. Okay, das war noch ein Hinweis zu dem anderen. Meine Schwester will mich fangen, aber ich lief fort.
habe Angst. Hilfst du mir? Ich habe ein Monster im Kopf. Hui. Okay. Ein rostiges altes Fahrrad auf einer... Wir können aus dem Fahrrad etwas bauen, weil da sind Pedale dran. Wir haben noch eine Backmischung. Eine... Das ist Backpulver, glaube ich, was wir haben. Wo ist der Ofen? Ja, aber was hilft mir denn eine Backmischung weiter? Okay, also da muss man jetzt, glaube ich, echt um die Ecke denken. Also wir haben eine Backmischung, wir haben Streichhölzer, einen Stift, ein blutiges Messer. Und eine Eintrittskarte. Achso, Eintrittskarte. Backpulver, was mache ich mit Backpulver? Ich könnte es versuchen, das ins Wasser zu schütten, aber ja. Das ist nicht sehr erfolgversprechend. Die Kröte hat gesagt, er würde uns gerne helfen, aber er ist zu klein, ne? Er könnte aufquellen, wenn ich ihm Backpulver gebe. Schon nochmal das Wasser anmachen, bevor wir gehen. Schön den Ami-Style. Benutze Backpulver mit Kröte. Ich bin kein Brötchen aus der Bäckerei. Ja, aber du bist so schleimig und weich wie Teig. Du hast recht, das könnte klappen. Los geht's. Der macht das echt. Oh! Es hat geklappt. Wirklich geklappt. Ich bin so groß und fühle mich toll. Ich hatte früher mein Lieblingsbuch, mein Lieblingskinderbuch. Da ging es auch um einen riesigen Frosch, der einfach da wohnt in der Stadt und ziemlich faul ist. Das war super. Ich weiß aber nicht mehr genau, also ich weiß noch, wie es hieß, aber es gibt es leider nicht auf Deutsch. Also, genau so war das gezeichnet. Der Frosch sah auch so ähnlich aus. Ich bringe das nächste Mal mit. Super, gehen wir, komm, Mr. Midnight. Klar, Fran, ich habe nur ein Problem. Die riesige Kröte starrt mich an. Wovon sprichst du? Er will uns doch nur helfen. Okay, wenn er irgendetwas versucht, kratze ich ihn. Dann platzt er. Das ist okay, aber versuch ihm nicht weh zu tun, während wir auf ihm sitzen, ja? Das Wasser ist tief und wir wissen nicht, was für Kreaturen da drin leben. Wenn wir ins Wasser fallen, könnten wir sterben, Kätzchen. Oh, ich verspreche, ich werde die Kröte nicht kratzen. Gehen wir. Hey Mädchen, bevor wir gehen, ich hab noch was für dich. Okay. Das klingt ein bisschen shady, ne? Ja. Ich sah dich auf dem Foto, als dachte ich, es sei deins. Haben sie sich bei Tinder getroffen. Unser Familienfoto. Das haben wir auf der Flucht verloren aus der, In der Kanalisation. Hm, genau. Das weiß ich noch. Ha. Das Buch war auch dabei. Leon. Oh Kröte, du hast mein Familienfoto gefunden. Vielen Dank. Okay. Und dann fragen wir uns, wieso Löcher in der Wand sind. Ja, ne? Ja. Ich dachte, ich hätte es für immer verloren. Aber das Buch ist nicht von mir. Nun, nimm das Buch als ein Geschenk. Lesen ist immer gut. Es hat viele Bilder. Wow, danke, ich mag Bilder. Na gut, gehen wir jetzt. Ja, los geht's. Festhalten. Hypnokröte. Geile Kröte. Krötenschleim. Oh, das war ja voll easy mit dem Backpulver. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass wir das so schnell hinbekommen. Oh, nee, ne? Oh, nee. In dem Möbelhaus, in dem wir früher voll oft waren, stand das Spiel auch. Und ich fand das ganz toll. Achso, ich muss klicken. Wahrscheinlich, ja. Das ist mega ungewohnt. Frogger. Das erste Minigame war ja in dem Irrgarten gewesen. Ja, stimmt. Wo wir vor den Schatten flüchten mussten. Wop. 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 Ey, hallo, das war ja wohl definitiv noch auf dem Blatt. Ich mag aber lieber... Okay, das ist das nicht. Ich mag aber viel lieber die Spiele, wo der Frosch von Autos überfahren wird. Tschüss. Okay, das war knapp, aber geschafft. Nochmal! Scheiße, was war denn das für eine dumme... Ah, okay.
Also muss ich versuchen, weiter rechts anzufangen, wie es aussieht. Wenn das denn geht und dann irgendwann ein Blatt auch mal kommt, wenn ich rechts gerade laufe. Ja, ja, hol es ein! Hol es ein! Okay, oh. Das war eine schlechte Idee. Hoffentlich kommt nach der Blume noch irgendwas. Komm, die ganze Reihe kann doch nicht so lange leer bleiben! So. Oh, den nehmen wir direkt. Und nun? Ah, da kommt ein Blatt. Okay. Scheiße, das wird knapp. Läuft. Sehr gut, Errungenschaft. Das war's? Toad ja. On a Boat. Ja, nice. Sehr schön. Puh. Da wären wir, springt von mir ab. Gehen wir, Kätzchen. Nun, jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ich hoffe, du findest deine Familie bald wieder, Herr Kröte. Danke, du hoffentlich auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und danke für die Überfahrt. Es war schon eine nette Kröte. Fran, was sollen wir jetzt tun? Pilze sammeln. Den Heimweg finden, Kätzchen. Siehst du den Himmel? Es dämmert und schon bald werden die gruseligen Dinge verschwinden. Ah, ich bin so hungrig und müde. Ich will jetzt nach Hause. Ich auch, Kätzchen. Wir finden den Weg schon. Ich gebe mein Bestes, dir zu helfen, meine Liebe. Gehen wir. Pilz! So süß! Oh. Oh Gott, ein Babyskelett. Schöne Blumen. Oh, sie ist so gut. Bist du ein Stein? Ja, sie ist vielleicht wirklich ein bisschen krank. Oh, das sieht ja sehr einladend aus. Wow, was für ein Baum. Er hat viele Wurzeln. Sie sehen aus wie Arme. Oh mein Gott, diese Brücke sieht ja gruselig aus. Oh Fran, komm schon. Wir müssen nach Hause. Wir haben keine Zeit, ängstlich zu sein. Ja, aber ich habe schon ein bisschen Höhenangst. Kann ich zuerst? Ja, dann folgst du mir. Okay, Kätzchen. Du bist so süß. Ich bin direkt hinter dir, ja? Natürlich runterfallen. Wenn ich schon nicht meine Pillen nehmen kann, muss ich zumindest runterfallen können. Fran, warte! Ah! Wieso hast du nicht geschrien? Kannst du am Morgen sein, Schatz? Oh mein Liebling, ich kann mich nicht mehr halten. Ich will noch nicht sterben. Spring rüber. Du wirst nicht sterben, Fran. Komm schon, du schaffst es. Spring. Oh, okay. Und los. Hab dich. Ah! Fran! Nein! Vor allem das Bauch zuerst, hast du es gesehen? Ja, ja, ja. Oh, das ist, ich mag Katzenvideos ja eigentlich nicht, aber da gibt es ein Video, da sterbe ich immer vor Lachen. Das bist du. Hab keine Angst. Ja? Wir fallen immer. Achso, das ist das Monster. Der Erzähler. Und nach dem Schmerz stehen wir wieder auf. Wird sie da auf den Hintern gehauen? Nein. Oh, liebe Tante Grace. Verlass mich niemals. Weine nicht, meine Kleine. Dein Herz ist rein und dein Geist wurde gequält. Du musst bleiben und deinen eigenen Weg gehen. Bitte, Tante Grace, warum holst du mich nicht einfach hier raus? Bitte. Du lässt mich einfach ganz alleine, wie meine Mutter und mein Vater. Tut mir leid, meine liebe Fran.
Du wirst es schon bald verstehen. Tante Grace, nein! Geh bitte nicht! Bitte nicht! Fran, es ist Zeit für deine neue Medizin. Hui. Das sieht ein bisschen anders aus. Sind wir gestorben? Es ist möglich. Auf jeden Fall sind wir ziemlich unbekleidet. Oder wir sind die Katze. Oh, was ist passiert? Wo bin ich? Fran, wo bist du? Wir spielen tatsächlich Mr. Midnight. Kätzchen! Frans Schuh. Was sind Frans Strümpfe? Einer von Frans Schuhen. So, ja, dann gehen wir da hinten hin, was? Seltsame Form, was ist das? Ich höre Geräusche. Sie sprechen. Könnte eine Stadt sein. Es ist so süß, weil der Mauszeiger wird jetzt zur Pfote, wenn du irgendwo drüber. Ja. Man merkt schon, ich bin ein riesen Katzenfan. Von daher spielt mir das natürlich in die Hände. In die Pfoten. Ah! Hässlicher Baum, ich zerkratze dich, du böses Ding! Kätzchen! Kätzchen, hör auf, was sagst du da? Fran, mein Liebling? Bist du es? Das kann nicht sein! Was ist los, mein Schatz? Natürlich bin ich es, wer sonst? Fran, du bist ein Baum! Sei nicht albern, los, hilf mir doch mal lieber hoch. Warte mal, wo sind meine Hände? Warum kann ich mich nicht bewegen? Wenn ich es dir doch sage, du bist ein Baum geworden. Was? Aber wie? Oh Mann, das war wohl das Ende der Reise. Das große Monster war es, ich weiß es. Oh, es will uns nicht nach Hause lassen. Ich hoffe, er kommt nicht zurück. Er war sehr gruselig. Er kommt immer zurück. Ich glaube, ich erinnere mich an ihn. Aus dieser Nacht, in der Mama und Papa starben. Kätzchen, ich möchte nicht darüber reden. Ich will nur nach Hause. Aber du bist ein Baum! Ein Baum! Ich kann dich nicht nach Hause tragen. Außerdem weiß ich gar nicht, wo wir sind. Muss ich sterben, Kätzchen? Sag es mir. Sag das bitte nicht, Fran. Verlass mich nicht. Aber ich fühle mich so schwach. Okay. Ungeheugen nicht mehr. Haula. Kolke, Kolke, ihr Grüne, passt du Haule nicht. Ich ne Jockle. Wanti. Hey. Ah, Vorsicht, warum greifst du mich an? Könntest du mir bitte sagen, wo ich bin? Haula, Kolke, Haula. Hör auf, oder ich kratz dich. Haula. Ruhn mal ich nie. Was sagen die da? Oh mein Kätzchen, was geschieht hier bloß mit uns? Haula! Hör auf, mich anzugreifen! Bitte, ich bin keine Gefahr! Haula, ich, Nivanti! Kätzchen, hilf mir! Finde meine Tasche, bitte! Vielleicht hilft sie mir! Ich schau mal, was ich tun kann, Fran. Okay, wo liegt unsere Tasche? Bestimmt nicht hier. Da! Oh ja. Ein Spiel. Oh ja. Hallo. Oh. Aber wieso läufst du denn nicht? Du bist doch schnell genug, Kätzchen. Nee, ich will er nicht. Wir haben ja kein Inventar. Verdammt. Oh, diesen Stein nehme ich mit. Er glänzt. Wie süß, was, ne? Mein Inventar ist ja echt süß. Mondstein. Okay, ist er jetzt bei Sailor Moon? Der würde ja passen, eine schwarze Katze. Mondstein. So. Ist das klingonisch? Ich wollte eigentlich... Wollte ich weiß es nicht. Oh, hängt fest. Vielleicht sollten wir erst den Hebel und ja, dann. Ich dachte nicht, dass das geht. Mein Fehler. Wuhu!
Ich hab die Tasche und das nur, weil ich der Beste bin. Ich will der Allerbeste. Okay, das ist ein anderes Format. Baum, 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 er ist eingenickt. Fran, mein Liebling, ich hab die Tasche. Und was in der Tasche ist, erfahren wir natürlich nach der Werbung. Also, bis gleich und habt ganz viel Spaß. Tschüss.